Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mass Effect Andromeda. Ja, wir sind hier wieder im Menü, denn in der letzten Folge am Ende gab es ja einen kleinen Cliffhanger. Der erste, ich will es zitieren, Feindkontakt, meiner Meinung nach. Okay, es sind feindlich. Doch, das ist ein Feindkontakt. Ihr braucht mir nicht sagen, dass das nette Aliens sind. So, ich werde einfach mal das Menü hier verlassen und das Spiel fortsetzen. Okay, was machen wir? Ja, was machen wir? Ryder, wir müssen da runter. Wollen wir uns vorstellen? Die ballern doch sofort. Okay, einfach mal. Erst wenn sie ballern, dürfen wir ballern, ne? So ist das Protokoll. Wir verstehen sie nicht. Sind wir nett? Wir wollen nicht kämpfen. Dieser Mann gehört zu uns. Können wir helfen? Klingt nicht gerade freundlich. Sind die nett, oder? Das hat noch ballern sie nicht, ne? Okay. Sie wollten es so, selbst schuld. Okay. Ja. Okay, sie wollten Feindkontakt, wir haben das Protokoll befolgt und deswegen. Okay. Alles war's. Legitim. Alles okay, Fischer? Diese Bastarde wollten mich töten. Ich musste eingreifen, Ryder, wir hatten keine Wahl. Ja, das hat schon gepasst, das hat schon gepasst. Ich wollte keinen Kampf. Tut mir leid, Fischer, ich hätte nicht zögern dürfen. Ich war mir nur nicht sicher. Wie auch, das war absurd. Zumindest wissen wir jetzt, was Sache ist. Es gibt hier Aliens, die uns töten wollen. Wir wissen noch nicht mal, was sie wollen. So wie Sie sie behandelt haben, Blutproben, würde ich sagen. Was ist, ja, wir sind hier die Aliens. Genau das dachte ich mir auch gerade. Wir sind die, die ihren Planeten überfallen. Einfach nur so auftauchen mit Waffen und pipipo. Das ist genau mein Gedanke. Zum ersten Mal nicht das Emotionale, sondern das Logische. Weil das ist einfach. Es liegt ja auf der Hand, dass das ist. Vielleicht verstehen wir sie ja nicht. Oder sie verstehen uns nicht. Es ist eine neue Galaxie. Vermutlich gelten hier andere Regeln. Die brechen die Regeln jeder Galaxie. Warum gehen sie so auf uns los? Ich weiß nur eins, ihre Waffen sind genauso effektiv wie unsere. Wo sind die anderen? Tot. Kirkland und Greer wollten Hilfe holen. Ah, komm, mein Bein! Geht's? Ah, ich glaube, es ist gebrochen. Gehen Sie und suchen Sie nach den anderen. Sicher? Ja, finden Sie raus, wie wir hier wegkommen. Und erledigen Sie noch ein paar von denen. Okay, das Symbol Pipapopo markiert optionale Einsatzziele mit zusätzlichen Informationen oder Belohnungen. Sehen Sie sich die Leichen an. Was sind das für Dinger? Das würde ich wirklich gern wissen. Was ist das für ein Behälter? Das ist mal wichtig. Oh! Schildkondensatoren und Brandmunition. Kann ich die Brandmunition verwenden? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dem anderen Team geht's gut. Wir finden es schon. Auch keine Karte. Allerdings sollten wir die Gegend. Dann öffne ich halt die Karte. So passt. Vielleicht vorher ein wenig auskundschaften. Sie sind der Aufklärungsexperte. Mach ihn. Na. Ich habe hier keinen Kontakt zu Sam. Aber unbekannter ich versuch, Bestandteil. Sie sind DNA-basiert. Und ihre Panzerung scheint eine Art Knochenstruktur zu sein. Die Genetikdaten sind allerdings vollkommen chaotisch. Das Leben hat hier offenbar eine andere Richtung eingeschlagen, was? Wie hoch kann ich eigentlich boosten? Okay, gar nicht mal so hoch, aber ich kann nach vorne boosten. Das ist schon mal sehr geil. Also es hat so ein bisschen was von Titanfall 2, habe ich gerade so das Gefühl. Also so mit dem Springen, Boosten und darum, ne? Das ist ja. Ausrüstung aus einem unserer Schatten. Ich wollte euch gerade loben, dass ihr mal nicht redet und ich reden darf. Aber nein, und du fängst schon wieder an zu labern. Ich laber jetzt einfach drüber und fertig. Das ist mein Let's Play, mein Freund. Der Atmosphärensensor funktioniert noch. Das ist schön. Lassen Sie mich raten. Er zeigt an, dass wir die Luft hier nicht atmen sollten. Ja, aber er registriert keinerlei industrielle Schadstoffe. Das ist also nicht der Grund. Hören Sie das? Drüben sind schon wieder solche Freunde. Gehen Sie in Deckung. Was? Gehen Sie in Deckung, indem Sie sich großen Objekten nähern, während ihre Waffen gezogen werden. Waffe ist gezogen, größere Objekte nähern. Wo ist ein größeres Objekt? Sind wir in Deckung? Ja.
Aha. Ach, das ist also das Symbol, dass wir in Deckung sind, alles klar. Einfach draufballern oder sollen wir wieder mit der friedlichen Art vorgehen? Mit der friedlichen Art haben wir es letztens schon versucht. Ich würde sagen, was machen die da eigentlich? Die bedrohen irgendjemanden. Da ist doch einer von unseren Kumpels. Okay. Doch, das ist der rechte, ist einer von unseren Kumpels. Okay, dann würde ich sagen, wir versuchen einen Headshot. Sie haben ihn erschossen. Ach du Scheiße. Wenn Sie einen Kampf so, wenn sie einen Kampf wollen, dann sollen sie einen kriegen. Wo ist er denn? Ach, da oben ist der Dulli. Das geht ja gar nicht, klar. Okay, vielleicht sollte ich mich ein bisschen mehr konzentrieren. Und ciao. Ich liebe diesen Sturmangriff. Geil. Oh, das Gameplay Mass Effect Andromeda ist so geil. Wir müssen nachladen. Na gut, dann mach das mal. Ich liebe Sturmangriffe. Ich weiß nicht, dass das hier wirklich passiert. Oh, das passiert. Das kannst du mir ruhig glauben, mein lieber Freund. Hat Kirkland es geschafft? Nein. Der wurde erschossen. Scheiße. Ich dachte, wenn ich aus der Deckung Netshot gebe, dass der da nicht zum Schuss ansetzt. Ich hatte wirklich die Hoffnung, dass wir ihn retten können. Mann! Gibt es eine Möglichkeit, ihn zu retten? Ich weiß es nicht. Keine Vitalzeichen. Sie haben ihn einfach kaltblütig ermordet. Er wollte sich ergeben. Wieso haben Sie ihn getötet? Würden wir anders mit Ihnen umgehen, wenn Sie plötzlich bis an die Zähne bewaffnet auf der Erde auftauchen würden? Wahrscheinlich nicht. Damit kommt eine friedliche Lösung nicht mehr in Frage. Sie wollten Krieg und sie bekommen Krieg. Sobald wir die anderen gefunden haben, werden wir zurückkommen und seinen Leichnam ab. Ja, Mann! Ich hoffe nur, Gui ist noch am Leben. Geil. Geil, geil, geil. Sehen Sie sich nur diese Architektur an. Das ist einfach unglaublich. Diese Architektur ist wirklich unglaublich. Muss ich zugeben, also ich halte nichts von solchen Bauten mitten in der Natur. Das ist auch irgendwie unwahrscheinlich, oder? Welche Alien-Zivilisation würde einfach mal so ein übermodernes Zeug mitten in die Natur bauen? Das finde ich immer so unrealistisch, denn wir Menschen pflastern ja auch alles mal erstmal mit Stein und Asphalt zu und dann bauen wir da irgendwas drauf. Warum sollten die in Gebäude hier irgendwo in die Landschaft setzen? Also wenn die keine Infrastruktur wie Straßen und so bevorzugen. Für Transport, Bibobo etc. Obwohl, die haben ihre Luftschiffe, ne? Was von dem her? Okay, wir wollen nicht zu viel über Alien-Technologie parsen, sondern uns unsere Mission widmen. Blick da fokussieren. Ja, ich fokussiere. Hey, sehen Sie mal, Signalraketen. Da drüben. Das könnten unsere Leute sein. Ich markiere den Nachtpunkt. Was? Passen Sie auf! Was ist das für ein Ding? Ich glaube, was ist das? Okay. Alter, wie erschreckt habe ich mich denn? Was auch immer es war. Wie konnte es sich so tarnen? Es ist vollständig organisch. Auch eine unbekannte Lebensform. Ich sehe keinerlei Anzeichen für irgendeine Technologie. Wow, dann ist die Tarnung also biologisch? Ja. Ja. Wie Chamäleon, nur besser. Wesentlich besser. Weil ein Chamäleon kann sich ja rein theoretisch auch tarnen, aber nur wenn es wirklich still sitzt. Und das war ja in voller Fahrt. Und konnte sich tarnen. Das ist krass. Brat voraus. Das ist so. Ich bin hier. Ich will da gar nicht zum Missionsziel. Ich will mir hier den Planeten ansehen. Ich finde das voll faszinierend. Das ist ja wirklich einer der großen Punkte, die mich bewegt haben, dieses Spiel zu spielen. Die geilen Welt. Das ist die andere Hälfte unseres Shuttles. Wahnsinn. Unfassbar, dass wir das überlebt haben. Noch sind wir nicht von dem Planeten runter. Das ist krass. Da ist eine Kiste. Die können wir doch bestimmt öffnen, oder? Die gibt's wirklich Loot. Das finde ich schön. So. Alles nehmen, ja? Ja, alles nehmen. Sehr geil. Das ist noch ein Behälter. Hat das doch Sinn, dass wir nicht einfach durchgerannt sind? Danke dir. Scheiße. Mhm. Bewegung in unserem Bereich. Das ist ein Hinterhalt. Oh, oh, verdammt. Shit. Sie haben uns überrascht. Sollen sie doch kommen. Ich hatte damit überhaupt kein Problem. Ja, komm da, mein lieber Freund. Da ist eins dieser Tiere. Auf Tarnung achten. Okay, ich kann ihn noch nicht anfokussieren. Das ist komisch. Also, das ist Teil cool oder sie. Die lassen uns keine Wahl. Sie wollen uns einkesseln. Sollen sie es doch versuchen. Habe ich einen Nahkampfangriff? Und acht.
Also ich kann warpen, das ist sehr schön. Was sagst du? Habe ich einen Nahkampfangriff? Jetzt tot, Arschloch. Ciao. Ich liebe diesen Sturmangriff so sehr, ne? Das ist so geil. Ah. Na also, wir haben sie alle erwischt. Sehr geil. Sie machen das ziemlich gut, Ryder. Naja, ich hatte früher den einen oder anderen Kampf gegen Piraten. Ich habe ein Masseneffektportal bewacht. Ich wünschte, wir hätten so eins für die Archen gehabt. Auf dem Hügel. So etwas Fallschaden im Spiel? Wenn nicht, wäre das geil. Was ist das jetzt? Die Stürme setzen diesem Ort ganz schön zu. Genau wie allem anderen auf dem Planeten. Was ist das hier denn für eine Ruine? Was ist das hier? Naja, hoffen wir mal, dass niemand zu Hause ist. Ich glaube nicht, dass das überhaupt ein Zuhause ist. Wo sind wir hier? Was ist das hier für eine Ruine? Das sieht sehr unbewohnt aus. Das wird ja schon Jahre, Jahrzehnte lang verlassen. Hier lebt niemand. Warum? Welchem Zweck dient es dann? Das wüsste ich auch. Es sieht nicht aus wie die anderen Strukturen. Das Design ist anders. Es muss doch einen Weg geben, das Licht auszuschalten. Krass. Suchzone. Das Symbol blinkt in der Nähe von interessanten Bereichen. Je näher sie kommen, desto stärker. Oder schneller. Alles klar. Okay, jetzt sollte ich wirklich darauf achten, wie schnell das da oben jetzt blinkt, ne? Oder besser gesagt vibriert. Aber egal, ich gehe jetzt einfach mal durch. Warum sollten die diesen Planeten bevölkern und ihre Bauten unbewohnt lassen? Das macht keinen Sinn, wenn ich frage. Was soll das alles? Oh, hey. Nein, bin ich da. Sprache wie die Aliens. Was er wohl sagt? Wahrscheinlich tötet alle Menschen. Sei nicht so negativ. Ich meine, wir sind zwar hier die ultimativen Außenseiter, die Eindringlinge, und die wollen uns natürlich abmurksen, aber sei nicht so negativ. Vielleicht gibt es eine Zukunft zwischen unseren beiden Rassen. Was machen Sie da, Ryder? Ich weiß es noch nicht. Verdammt. Ich drücke auf alles, was ich sehe. Oh, Scheiße. Weg hier. Das ist eine Bombe, das geht gleich hoch. Das bedeutet nichts Gutes. Aus hier. Oh. Das ist ein Generator. Das ist schon, das geht hoch. Ja, klar. Warum auch nicht? Vielleicht hat er irgendwas gemacht. Bestimmt hat es irgendwas gemacht. Aber ich dachte wirklich, das ist eine Bombe und geht gleich hoch. Mann. Kann ich hier drauf? Ja, das ist offen. Okay, ich dachte, hier ist eine Scheibe, aber egal. Nein. Da drüben sollten wir noch hin. Die Tür hat sich geöffnet. Die Tür hat sich geöffnet. Also wir erforschen hier gerade wirklich eine Ruine, die nicht storyrelevant ist. Also so ziemlich alles, was man hier auf dem Planeten entdecken kann, ist fließt in die Story mit ein und so weiter. Also je mehr man entdeckt, desto klarer ist einmal meine Story. Aber man muss das Ganze hier nicht machen. Das mache ich einfach nur, weil ich gerade Bock drauf habe. Dann könnten wir direkt weiterlaufen können zu unserem Zielpunkt. Ich labere einfach mal über die anderen Leute drüber, weil sonst komme ich nicht zu labern. Vorsicht! Was denn? Oh, shit. Da! Was war das denn? Also jetzt Kampfroboter. Killer-Roboter? Überreste. Den Geth zu Hause wird es hier. Die Geth, ja. Mhm. Verbrauchsobjekt ausrüsten. Brandmunition, Schildkondensatoren. Was haben wir gerade aufgesammelt? Ich hab nicht geguckt, sorry. Brandmunition ist geil. Brauchen wir aber gerade Schildkondensatoren. Komm, wir brauchen Schildkondensatoren. Was hab ich da gerade aufgesammelt? Das will ich ganz gerne wissen. Aber egal. Warum baller ich jetzt? Das sieht aus wie eine Tür. Kriegen wir das irgendwie auf? Das sieht doch voll aus wie eine Tür. Mann, das lädt voll ein, aufzukriegen. Sieht ein bisschen so aus wie aus... Wie ist das Spiel? Ich weiß nicht mehr. Haben wir denn hier drin noch was? Oder ist die Ruine jetzt zu Ende? Das kriegen wir drauf, oder? Natürlich. Standard. Irgendwelche Theorien, Aufklärungsexperte? Es gibt auf diesem Planeten irgendeine Technologie. Und diese Aliens sind daran interessiert. So wie Archäologen? Ja, blutrünstige Archäologen. Ja, das ist auch eine Theorie. Immer noch schlecht. Wir haben Besuch. Wir haben Besuch. Hätte ich jetzt einen Sniper, ne? Das wäre so schön. Na gut. Achtung! Sie haben auf uns gewartet! Ich bin ein Sniper, verdammt! Sie haben einen Sniper, verdammt! Winterbleiter.
Haben wir einen Blitzableiter? Was? Verfolgen diese Dinger uns? Fühlt sich langsam so an. Nee, die haben kein Recht, uns zu verfolgen. Könnt mich mal. Was, wenn die uns jetzt verfolgen? Das war der letzte. Sehr gute Arbeit. Nicht warten, bis noch mehr kommen. Warum denn nicht? Ich hab gerade Spaß dran. Also am Anfang sind natürlich die Schießereien nicht wirklich fordern, aber das wird sich später noch ändern. Also da könnt ihr euch sicher sein, dass da noch ein paar heftige Gefechte auf uns zukommen. Das ist ein Fragezeichen. Funkrauschen. Aber es ist ein Muster. Das Rauschen wird lauter. Das Rauschen wird lauter. Okay. Was immer das verursacht, es ist jetzt viel näher. Was ist das? Das da vorne ist eine Treppe, oder? Was ist das? Nee, das ist keine Treppe, aber was ist das für eine Plattform? Die ist auf jeden Fall künstlich. Was ist das? Das sieht aus wie ein Schiff. Oder wie irgendwas anderes künstliches, aber da komme ich nicht hoch, ne? Was ist das hier? Da ist doch was. Komme ich da nicht irgendwie hin? Was, wenn ich da nicht irgendwie hinkomme? Ist da irgendwie eine Höhle oder so? Oder komme ich da irgendwo rein? Das war doch gerade hier. Wir gehen einfach mal weiter und gucken mal, was die Zukunft so bringt. Dieser Planet ist wirklich sehr abstrakt, muss ich schon sagen. Also von fliegenden Bergen bis unsichtbare Raubtiere hat man hier wirklich alles. Also das ist mal für die Urlaubsziele, das sehe ich schon. Ich würde gerne wirklich wissen, was die ganzen Symbole hier oben im Hub bedeuten. Das würde ich wirklich gerne wissen. Wenn das sehr sozial ist, ja einfach mal nicht reden. Das kann auch ich mal ein bisschen meinen Geld probieren. Toxisch hier? Was war denn toxisch? Ah, das ist toxisch. Das ist toxisch, wirklich? Das ist wirklich toxisch. Oh! Das ist wirklich toxisch! Was ist das hier für ein Zeug, was hier ausläuft? Was ist das für eine Säure? Kann ich die rein theoretisch in Brand setzen? Nein, schade. Okay. Das ist wirklich eine wirklich friedliche Vorgehensweise, die wir gerade an den Tag legen. Einfach auf alles ballern, was wir nicht kennen. Das ist sehr gut, um hier wirklich Freundschaften knüpfen zu können. Ryder, ich verstehe das Spiel schon ganz gut. Und das sind Feinde. Alter, wie viele Leute gibt es von denen? Invasieren die gerade diesen Planeten? Ich habe gerade so das Gefühl. Gehen wir hier in Deckung. Rein theoretisch kann ich snipern? Wahrscheinlich nicht, ne? Dafür bräuchten wir wirklich einen Sniper. Also es gibt Sniper in dem Spiel, worauf ich mich wirklich mega freue, weil ich bin ein kleiner Sniper. Und ja. Ein gutes Gefühl bei der Sache. Warum ist denn eigentlich immer unbekannt, wenn wir die entdeckt haben? Ich versuche einfach mal, mich rumzusneaken. Ryder, vor uns sind noch mehr dieser Aliens. Ja, das stimmt, da hast du wohl recht. Sie haben uns gesehen. Ach scheiße, ich dachte, ich kann mich rumschleichen, aber egal. Oh shit. Los. Wow. Sie haben es nicht so mitreden, was? Nein, haben sie nicht. Ciao. Ich liebe diesen Sturmangriff, hab ich das schon Achtung. Gesagt? Noch mehr von ihren Schoßtierchen! Sollen sie kommen? Das ist für Kirkland! Versuch mich jetzt einfach mal ein bisschen zu konzentrieren, ne, Leute. Also wenn ich ein bisschen in den Gefechten ein bisschen weniger laber, dann. Machen Sie sich um mich keine Sorgen! Ist das atmosphärisch wichtig? Oh shit! Hi! Und ciao! Ihr seht schon, ich spiele sehr offensiv. Also ich werde mich nicht im Hintergrund halten und campen. Das gibt's bei mir nicht. Offensiv ist hier die Sache. Oh shit! Ah, wir haben Probleme, wir haben Probleme. Das Gute ist, dass wir gute Schilde haben. Und schau! Das wäre erledigt. Nice. Ich frage mich, was diese Kerle hier wollten. Sie sind offenbar abgestürzt. Das ist keines unserer Schiffe. Yep. Das ist übrigens auch meine nächste Theorie. Sind die nicht hier heimisch? Das bedeutet dann, dass sie von irgendwo anders herkommen. Sind sie vielleicht auch... Was ist das für ein lauter Krach? Das ist das Zeug da oben. Vielleicht sind sie ja auch aus einer fernen Galaxie hierher gereist, um eine neue Heimat zu suchen. Und jetzt streiten wir uns quasi um die goldene Welt hier. Was nicht wirklich eine goldene Welt ist, wenn du mich fragst. Mhm. Alles klar. Okay, hier haben wir irgendwo einen Datenpunkt, die können wir untersuchen. Überreste. Objekt aufheben. Oh, Verschluss. Was? Verschlussgehäuse. Das ist Nahrung. Das ist Crafting. Von hier kann sie nicht stammen. Auf diesem Planeten wächst überhaupt nichts. Also schaffen sie vermutlich von einer anderen Welt hierher. Das heißt, es gibt in diesem Cluster noch mehr von denen? Ätzende Vorstellung. Auf jeden Fall ätzende Vorstellung. Ups. Aber das scheint auf jeden Fall so zu sein.
Hier bin ich anscheinend nicht. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Geht's hier weiter? Geht's hier weiter? Schick doch mal die Waffe weg. Wir sind friedlich. Und ich hab grad Schluck auf. Ich weiß auch nicht, wo das liegt. Schnackel. Kann ich da rein oder sind wir von da drin gekommen? Nee, wir sind nicht von da drin gekommen. Ich geh da einfach mal rein, einfach nur weil ich's kann. Ich muss es nicht, aber ich kann's, also mach ich's. So, Leute, bevor ich das an. Halt die Klappe. Das sieht schon eher nach der Klappe, danke. Mann. Mich würde wirklich freuen, wenn man die Option einstellen könnte, während es keine Zwischensequenz gibt, während wir nur auf dem Planeten rumlaufen, gibt, wird nicht gesprochen. Das wäre eine geile Einstellung. Das würde ich auf jeden Fall annehmen. Aber nein. Wenn die ganze Zeit reden, ist das schon ein bisschen schwierig. Aber ich will mich nicht beklagen. Es ist ein gutes Feature und ich freue mich natürlich, das Spiel weiterzuspielen. Ich hoffe natürlich ihr auch. Und ihr seid auf jeden Fall auch bei der nächsten Folge mit dabei. Das ist natürlich Pflicht, ne? Ja. Was labe ich eigentlich noch? Ja, lasst auf jeden Fall ein klitzekleines Kommentar da und auch das. Eine nette kleine Bewertung. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder von Mass Effect Andromeda. Ren sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this, see what's behind. Got this way to prove it, so maybe I'm lying. Das wird nicht unsere Heimat. Ich bin dazu bestimmt, das Unbekannte zu erforschen. Wer sind diese Kerle? Wir suchen, wie wir. Und schaffen Sie sie ins Shuttle! Gut gemacht! I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me.